Tag zusammen. Wir wollen uns in diesem Video mit der sortierten Jahresdauerlinie beschäftigen. Die sortierte Jahresdauerlinie ist ein Werkzeug zur Visualisierung und zur Analyse von Erzeugung oder dem Verbrauch von Energie in einer bestimmten Art und Weise, indem man die Leistungswerte nimmt, nach der Größe sortiert und sich dann den resultierenden Verlauf anguckt und daraus dann Rückschlüsse auf das Energiesystem ziehen kann. Wie sieht das aus? Machen wir erstmal ein ganz einfaches Beispiel. Also machen wir hier unsere X-Achse wieder mit der Leistung auf die Y-Achse. Ziehen wir die Zeit. Eine Stunde, zwei, drei, vier, fünf Stunden und dann haben wir jetzt hier unsere Leistungswerte. 1, 2, 3, 4, 5 Megawatt. Hier haben wir dann 1 Megawatt und dann 6 Megawatt. Und jetzt machen wir ein Beispiel, dass wir jetzt ein Energiesystem haben, was jetzt in diesen 5 Stunden Leistung bereitstellt. Also als Beispiel fangen wir an hier mit 3 Megawatt, gehen dann rauf auf 5 Megawatt, fahren dann runter auf 1 Megawatt. Gehen wir rauf auf 2 Megawatt und dann geht es nochmal rauf auf 6 Megawatt. Das heißt also, das soll jetzt unser Leistungsverlauf sein. Und was wir nun machen, ist, dass wir diese Werte nehmen und nach der Größe sortieren. Also, wie sieht das dann aus? Tragen wir es hier nochmal in ein neues Diagramm. Na. Das war die Linie nochmal gerade hier. Also 1, 2, 3, 4, 5. Damit wir wissen, wie weit wir müssen hier. So, das sieht besser aus. Also die Leistung 1, 2, 3, 4, 5 Megawatt. So, jetzt sortieren wir das nach der Größe. Also fangen wir an mit den 6 Megawatt. Haben dann als zweiten Wert die 5 Megawatt. Der drittgrößte Wert, das sind 3 Megawatt. 2 Megawatt, 1 Megawatt. Das heißt jetzt in dem Fall mit unseren 5 Stunden bekommen wir jetzt hier so eine Treppenfunktion, weil wir jetzt hier auch nur 5 diskrete Werte haben. Das ist jetzt unsere sortierte Jahresdauerlinie. Die Fläche unter der Kurve ist natürlich wieder die Energie, das kennen wir schon. Dass wir natürlich das hier als Energie definieren, wie wir das ja schon mehrfach gesehen haben, dass die Energie natürlich formal jetzt die Integration über die Leistung ist, beziehungsweise natürlich entsprechend dann die Summe über die einzelnen Zeitintervalle von I gleich 1 bis N über die Leistungswerte PI. Das lässt sich natürlich jetzt auch mit entsprechend größeren Datenmengen leicht bewerkstelligen mit einem Tabellenkalkulationsprogramm. Das heißt, man nimmt einfach seine Rohdaten, sortiert die nach der Größe und bekommt dann einen entsprechenden Verlauf mit dem größten Wert hier vorne. Das heißt, man kann jetzt also hier direkt ablesen, dass die Spitzenleistung, das ist also der Wert, der in dem ersten Intervall auftritt, 6 Megawatt sind. Und wir haben jetzt halt diesen abfallenden Verlauf und kann daraus dann Rückschlüsse ziehen. Das wollen wir uns jetzt in Folgen nochmal genauer angucken. Wenn man das nun zum Beispiel noch für einen Tag macht, für Kraftwerke und deren elektrische Energieerzeugung. Wie sieht das typischerweise aus? Also hier die Leistung wieder auf die Y-Achse, die Zeit packen wir auf die X-Achse. Haben jetzt hier also als Zeitintervall die 24 Stunden und haben jetzt hier diesen typischen Verlauf, dass wir halt hier nachts halt dieses Abflachen haben, dann geht es hier rauf. Das Beispiel hier nochmal runter, leicht rauf und dann fällt es jetzt hier nochmal zur Nacht hin ab. Also das wird jetzt hier sagen, also hier sind dann 10 Megawatt als Beispiel und teilen jetzt hier unsere Stunden auf. Und was wir nun machen wollen, ist zu überlegen, ja, wie sieht das denn jetzt aus, wenn wir das jetzt sortieren? Das heißt also hier nehmen wir jetzt die Stunden- oder Viertelstundenwerte, dann spielt das Zeitintervall natürlich keine Rolle, sondern man nimmt einfach die Zeitintervallwerte und sortiert die nach der Größe. Also haben wir
wieder 24 Stunden. Und wenn wir das jetzt sortieren, kriegen wir, also wir sind ungefähr bei, wir haben ja gesagt, das waren 10 Megawatt, bekommen dann also ungefähr diesen Verlauf immer knapp unter der 12 und fallen dann hier ab. Der niedrigste Wert waren ungefähr 6, das heißt, wir landen natürlich hier unten und haben dann hier ungefähr diesen Verlauf mal so aus der Hand gezeichnet. Das heißt, was man jetzt zum Beispiel ablesen kann, ist, wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, zum Beispiel, wie viele Stunden an dem Tag haben wir eine bestimmte Leistung anliegen. Wenn wir uns zum Beispiel überlegen, ja, diese 8 Megawatt, wie viele Stunden im Jahr oder jetzt an dem Tag liegen die an? Das wäre ja quasi dieses Zeitintervall, einmal von hier bis hier, haben wir mindestens 8 Megawatt Leistung und dann als zweites Intervall nochmal diesen Bereich. Das heißt, also diese beiden Zeitintervalle ergeben dann die Information, dass wir also mindestens 8 Megawatt Ausgangsleistung bereitstellen. Das lässt sich natürlich jetzt hier in der sortierten Jahresdauerlinie, in dem Diagramm auf der rechten Seite, ein bisschen schneller ablesen, einfach dadurch, dass wir jetzt sagen, okay, hier sind wir bei 8 Megawatt und ziehen jetzt hier die Linie und können einfach dann gucken, wo ist der Abschnitt hier unten, ein bisschen gerade vielleicht. So, und ist das hier diese Zeitperiode T, bei der wir dann mindestens 8 Megawatt Anliegen haben. Das lässt sich dann also direkt aus dem Diagramm der sortierten Jahresdauerlinie bestimmen, was zum Beispiel wichtig ist bei der Auslegung von Energieerzeugungsanlagen, insbesondere bei Blockheizkraftwerken. Da nutzt man ja dann die Verbrauchskurve, sortiert die und legt dann das Blockheizkraftwerk so an, dass es die Grundlast bereitstellen kann. Das wollen wir uns auch nochmal einmal zum Schluss angucken. Wie definieren wir jetzt anhand der sortierten Jahresdauerlinie die drei Bereiche der Grundlast, der Mittellast und der Spitzenlast? Für die Definition dieser drei Größen betrachten wir uns die Jahresdauerlinie, also wirklich für ein komplettes Jahr. Wie sieht das also aus? Wir haben jetzt hier die Y-Achse ist wieder unsere Leistung und dann wollen wir uns hier auf die X-Achse die Stunden des Jahres auftragen. Da sind wir also hier dann bei 8000 Stunden, hier sind wir bei 1000 Stunden und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt hier also als Höchstwert oder als größten Wert landen wir hier bei den 8760 Stunden eines Jahres und wollen jetzt hier uns die Leistung, die sortierte Jahresdauerlinie über ein ganzes Jahr ansehen. Also wenn wir uns das jetzt mal hier exemplarisch betrachten, sind wir hier also bei 5 Megawatt, dann haben wir hier oben 9 Megawatt, einfach mal als Beispiel. Das heißt jetzt für eine typische Energieerzeugungsanlage, genau, sieht das irgendwie im Jahresverlauf vielleicht so aus. Es ist meistens eine etwas steilere Kurve, die dann hier irgendwie so abfällt. Also das soll jetzt unsere sortierte Jahresdauerlinie sein über ein ganzes Jahr. Das heißt, man nimmt also die Stunden und die 15-Minuten-Werte, sortiert die nach der Größe und hat entsprechend halt bei den Stundenwerten 8760 Einzelwerte. So, das heißt, wir wollen uns nun überlegen, also wie lässt sich jetzt aus dieser sortierten Jahresdauerlinie die Grundlast, die Mittellast und dann die Spitzenlast ableiten. Also die Grundlast ist eine Last, eine Leistung, die über einen sehr großen Zeitraum anliegt. Da gibt es jetzt keine festgelegte Definition oder Normierung. Dennoch haben sich ein paar Standarddefinitionen oder Größenordnungen etabliert in der Energietechnik. Also bei der Grundlast, wie legt man die fest? Die Grundlast, das sind so ungefähr 2/3 des Zeitintervalls soll die Last anliegen. Also das heißt, schauen wir es mal auf, die Grundlast soll also mindestens 2/3 des betrachteten Zeitraums anliegen. So, also
sollen mindestens zwei Drittel des betrachteten Zeitraums anliegen. Das heißt also, auf ein Jahr bezogen sind das ungefähr 6.000 Stunden. Also das ist immer so die Größenordnung. Kommt jetzt natürlich nicht ganz hin bei 8.760 Stunden, aber ungefähr, oder das lässt sich als Größenordnung ganz gut merken, wenn wir ein Jahr haben, ist immer so die typische Ansage, also zwei Drittel des Gesamtzeitraums. Das wären ja also mathematisch gesehen, wenn wir dann bei 5.800 Stunden oder 5.840 Stunden, normalerweise rundet man das auf 6.000 Stunden, sodass wir dann also jetzt hier sagen können, also diese Last soll anliegen, oder wenn diese Last hier erreicht ist, das ist die sogenannte Grundlast. Das heißt also alles, was unterhalb dieses Wertes ist, das wäre jetzt in unserem Fall ungefähr 2,2 Megawatt, das ist die Grundlast. Die chauffieren wir hier mal. Das heißt, das ist dieser Bereich hier vorne und dann natürlich der Bereich hier hinten. Das heißt also, eine Anlage mit 2,2 Megawatt würde also diese Grundlast entsprechend abdecken. Auf der anderen Seite haben wir die Spitzenlast. Also wir sehen hier die Höchstlast. Das sind jetzt in dem Fall die 9 Megawatt. Das wäre also die Höchstlast. Und die Spitzenlast definiert man typischerweise so, dass man sagt, naja, zwei Drittel der Spitzenlast oder des Spitzenlastwerts, das definiert die, die Spitzenlast. Also schreiben wir es auch mal auf. Die Spitzenlast entspricht zwei Drittel der Höchstlast. Das heißt also jetzt in unserem Fall, wir haben also jetzt hier die Höchstlast von 9 Megawatt. Das heißt also, wir würden dann hier bei zwei Drittel wären also 6 Megawatt, wäre also dann dieser Bereich hier, und alles, was größer ist als dieser Grenzwert, das ist damit die Spitzenlast. Das sind nur sehr kurze Zeiträume. In unserem Fall wären das, wenn wir sie mal hier runterziehen, knapp unter 1000 Stunden. Das sind mit dem Kraftwerkspark zur elektrischen Energieerzeugung in der Regel Kraftwerke, die sehr schnell reagieren können, um diese Spitzenlast, die nur kurze Zeitfenster auftritt, auch bereitstellen zu können. Gaskraftwerke zählen dazu, Pumpspeicherkraftwerke. Das sind die Spitzenlastkraftwerke, die wir im Energiesystem zur Verfügung haben. Naja, und alles, was dann dazwischen liegt, also zwischen diesen 6 Megawatt und unseren 2,2 Megawatt, das ist dann die sogenannte Mittellast. Also das sind also Kraftwerke, die über viele Stunden des Tages Energie bereitstellen, nicht den vollen Tag oder nicht jetzt zu Zeiten, wenn die Grundlast vorherrscht. Die Grundlast ist also das, was dann auch nachts natürlich insbesondere vorherrscht. Also Grundlastkraftwerke, typischerweise Braunkohle- und Kernkraftwerke. Die Mittellast wird abgedeckt in modernen Energiesystemen mittlerweile von Steinkohlekraftwerken, die sehr flexibel agieren können. Und dann, wie gesagt, die Spitzenlast mit den Gaskraftwerken, Pumpspeicherkraftwerken, die innerhalb von wenigen Minuten elektrische Energie bereitstellen können, aber auch sehr schnell wieder abgeschaltet und vom Netz genommen werden können, sodass sich daraus dann diese drei Bereiche direkt aus der sortierten Jahresdauerlinie ablesen können, mit der Grundlast, der Mittellast und entsprechend der Spitzenlast.